Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute einen Special Guest, ne? Der Furzbob ist nämlich da, der Bob, Dr. Bob aka. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr noch das Insektenessen beim Streetfood Festival in Erfurt gesehen habt. Und wir wollen heute mal eine Pizza machen und der Bob war einkaufen und hat gesagt, komm, ich bezahl, such aus, wir packen drauf und wollen heute mal Bob's Mexican Beef Pizza machen. Den Namen haben wir uns jetzt eben überlegt anhand der Zutaten. Hallo Bob, ne? Wink mal in die Kamera. Hi! Bob's Mexican Beef Pizza. Erst habe ich gedacht, Bob's Beef Pizza. Aber dann denkt man, da ist nichts drauf. Um zu zeigen, dass da wirklich was drauf ist, zeigen wir euch jetzt auch mal die Zutaten, wieso wir zu Bob's Mexican Beef Pizza gekommen sind. Zuallererst natürlich braucht ihr einen Pizzateig. Und wir haben extra hier den großen genommen, XXL 30x40 frischer Pizzateig. Wir hatten den günstigen zur Auswahl von, ja, mit einem Gläschen Soße dabei. Haben dann aber den genommen, weil der sieht eher aus wie so eine Dönerrolle. Richtig genial. Also den XXL Pizzateig ist trotzdem noch zu klein, wissen wir ja alle. Dann was kommt unten drauf erstmal, da wollen wir ein bisschen Sauce Hollandaise machen von Tommy. Tommy Sauce Hollandaise. Anstatt Tomatensauce unten schön fettig drauf. Dann haben wir gedacht, damit das richtig knallt, packen wir uns einfach eine dicke Packung Gehacktes drauf. Und weil wir so übertrieben sind, reicht nicht eine. Wir wollen noch eine zweite drauf machen, aber in einer anderen Schicht. Denn da kommen noch andere Sachen dran. Wir haben Käse natürlich dabei. Käse oben drüber gebacken, zwischendurch gebacken, alles Mögliche. Hier haben wir noch Mais. Ihr seht, der ist schon auf, deswegen war er günstiger. Adi, du kommst nicht auf die Pizza. Sonnenmais auf jeden Fall. Champignons nehmen wir noch mit ganzen Köpfen. Das wird ein richtiger Brummer. Von Bonduelle Chili-Bohnen. Die sind richtig genial. Die machen wir immer, wenn wir Chili con Carne machen. Chili-Bohnen auf jeden Fall. Richtig genial. Darf nicht fehlen. Bisschen Wurst hier. Salami, der Klassiker. Auch Schinken, der Klassiker 2. Mit dabei Gurken. Habt ihr schon mal Gurken auf einer Pizza erlebt? Extra Sandwich-Gurken, dass die nicht so groß sind. Da ja die Köpfe der Pilze schon so groß sind, gibt es noch Sandwich-Gurken mit drauf, was das wohl wird. Und wir haben uns überlegt, wir wollen auch Spiegeleier mit drauf machen. Haben uns eine ganze Packung Eier hier geholt. Natürlich nur die weißen. Hier kein Recht für braune Eier. Nee, braune gab es leider nicht. Aber egal. Weiße Eier, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das machen. Den Teig natürlich einschmieren, da Wurst drauflegen, Gehacktes drauf, mit Käse überbacken, nochmal Gehacktes drauf, eine Schicht irgendwie, nochmal Wurst dazwischen, oben irgendwie die Eier drüber überbacken, drauf machen. Werden uns nebenbei noch ein Bierchen gönnen, hoffe ich. Oder wir kippen das auch noch oben drauf, das wissen wir noch nicht. Das wird auf jeden Fall richtig genial. Bob's Mexican Beef Pizza. Habt ihr auch schon mal Gurken auf die Pizza gemacht? Genau, schreibt's mal in die Kommentare. Bob, hast du Bock? Klar. Klar, natürlich. Adi, hast du Bock? Ja. Na gut, er hat nicht Bock, der haut einfach ab. So, ihr seht schon, das passt schon mal von vornherein überhaupt nicht. Der Teig ist schon ausgebreitet. Der hängt hier überall überm Rand. Adi, der frisst auch schon wieder hier am Rand rum. Das also ein richtig doofes Blech, aber wir lassen uns nicht lumpen, denn da packen wir gleich alles drauf. Ich sehe schon, der Bob ist hier am Würzen, der würzt schon mal das hier Hackte, da kommt noch Salz drauf. Richtig genial. Da guck, lass das Zeug jetzt in Ruhe, Mann. Ah! Randale! So, der Adi muss kurz raus. Tschüss! Kannst du ja dann ein kleines gehacktes Bällchen machen und draufwerfen. Oder einfach eine ganze Schicht drauflegen. So viel, bist du verrückt. Salz. Mehr Pfeffer. Nein, mach wie du denkst. Ich misch mich da nicht ein. So, während der Bob hinten nämlich noch das Fleisch macht, versuche ich schon mal die Sauce Hollandaise hier aufzutragen. Einfach mal alles drumherum gemacht. Kommst du raus, ich sage dir, mit einer Hand. Das hört sich doch schon gut an. So, wir haben natürlich gar keine Ahnung, was wir überhaupt machen. Der Bob drückt jetzt mal ein paar Patties Blatt, sag mal. Die Sauce Hollandaise ist ja schon auf die Pizza aufgetragen. Und er legt jetzt einfach mal den ganzen Boden hier aus, in der ersten unteren Schicht mit Gehacktes bei Bob's Mexican Beef Pizza. Oh.
wunderbar. So, das sieht doch gut aus. Das Gehackte liegt auf jeden Fall schon mal da. Ein bisschen ist noch übrig. Das kommt dann oben zur zweiten Schicht. Ist jetzt leider nicht mehr so viel für die zweite Schicht. Aber ein bisschen ist noch da. Jetzt haben wir also hier die Champignons, die Chilibohnen und den Mais. Das knallen wir alles mal hier in den Sieb, dass da nicht so viel Flüssigkeit mit reingeht. Wasserflüssigkeit. Schmeiß einfach alles drauf und das wird dann genommen als Ganzes und da drauf geklatscht. Das gibt die größte Sauerei. Richtig genial. Wunderbar. Hauptsache, es wird alles zugesaut. So muss es aussehen. Jetzt kommt also die Gemüseschicht, sagen wir mal. Und die packen wir jetzt auch hier drauf auf die Pizza. Das wird dann verteilt. Richtig genial. Einfach drauf geklatscht, den Humpen. So, das sieht auch gut aus mit der Schicht Bohnen, Mais und Pilzen. Als nächstes packen wir erstmal, schmeiß halt den ganzen Beutel einfach drauf. Wir sind hier nicht für Zärtlichkeiten unterwegs. Erstmal eine Schicht Käse drüber, dass das ein bisschen auch das Feste da aufsaugt. Bevor dann die Wurst und das andere Gebammel noch kommen, ja, verteilt es ein bisschen, genau. Sieht auf jeden Fall jetzt doch schon mal sehr interessant aus. Bob's Mexican Bacon Pizza. Ja. Als nächstes gibt es natürlich Salami, von der Hand gelesen, verteilt. Wer schneidet, der hat kein Leben mehr, deshalb einfach ganz drauf geknallt. Das Auge isst mit, du weißt. Das muss alles schön und unschön gleichzeitig sein. Yeah, das sieht doch schon aus wie eine normale Salami-Pizza, wie es in jedem Fachhandel gibt. Weiter geht's natürlich mit dem Kochschinken. Auch immer sehr genial, wenn man Sandwiches macht. Und auf Pizza darf das natürlich auch nicht fehlen, auch beim Bäcker. Wenn ich mir ein Salami-Brötchen hole beim Bäcker, hole ich mir auch immer ein Kochschinken-Brötchen dazu. Rechts und links und dann mittig ist der Rest und dann, ach, am Rand fetzen. Wer macht denn am Rand schon fetzen? In der Mitte fetzen ist okay, aber am Rand fetzen, naja. Aber es geht ja nicht um den Schönheit, wie ist schon leer. Toll. Dann gebe ich dir mal das Glas Gurken rüber. Da kannst du dich da frei betun. Bitteschön. Gurken! Da kannst du dich jetzt frei betun. Gurken auf einer Pizza habe ich ehrlich gesagt wirklich noch nie erlebt. Weiß nicht, was das soll. Wer sich sowas einfallen lässt. Ich glaube, der Ofen, den können wir dann noch wegschmeißen. Wieder mal mit sehr viel Liebe. Da seht ihr noch die Körner, richtig genial. Körner müssen sein. Und das letzte bisschen. Toll. Die Ecke sieht gut aus, sehr gurkenlastig, alles beisammen. Hier hättest du die kleine da raus. Die kleine raus und dahin und die große da und dann passt das. Da lasse ich dir jetzt freie Hand, improvisiert, einfach irgendwo was draufgeschmissen. Hört sich auch sehr lustig an. Wir hätten es einfach Bob und die Gurkenpizza nennen müssen. Dann alle, was, Gurkenpizza? Ich raste aus. Der kommt zum Schluss nochmal drüber verteilt. Das ist der neue Käse. Richtig genial. Wie, das ist der neue. Jetzt hat er auch noch den Käse vertauscht. Jetzt ist der gammelige unten drunter. Das sieht doch eigentlich gar nicht mehr aus wie eine Pizza. Sieht aus wie ein Gurkenkuchen. Kennt ihr Gurkenschnaps? Wenn ihr den schon mal probiert habt, beim Theresienfest oder so, bei irgendwelchen Stadtfesten, schreibt es mal in die Kommentare. So. Okay, super. Diesmal hat er den Ring noch dran, die Sau, damit er schön mit Ei voll gekackt wird. So, und wir haben uns jetzt gedacht, statt Spiegeleiern machen wir einfach Rühreier im Prinzip. Also rühren wir ein bisschen rum, haben jetzt 6 Eier noch in eine Schüssel geknallt, werden das ein bisschen vermatschen, werden dann aber die Pizza trotzdem erstmal in den Ofen packen, werden den anmachen und wenn das ein bisschen so warm ist und zerlaufen ist, kippen wir dann einfach die Rührei-Brühe oben drüber und lassen das noch ein bisschen mit backen und schauen, wie es dann aussieht. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Richtig genial, so muss das aussehen. Sieht aus wie Schamhaare im Rührei. Das ist genial. Hier Ober-Unterhitze 200 Grad. Das sieht auf jeden Fall schon krass aus. Auch die Gurken dabei. Ah, 1000 Kilo! Das stellen wir jetzt hier auf die mittlerste Schiene. So, jetzt sind wir gespannt. Der Simpson-Handschuh ist schon da. Seht ihr, der perfekte Mann, ne?
da ist jetzt das Rührei. In dem Sinne, wir wollen die Pizza mal ein Stück raus. Wow! Armageddon! Wir wollen die Pizza mal ein Stück rausziehen. Und uns mal angucken. Obendrauf! Da sterbe ich doch. So, einmal rausgezogen, kurz mal den Ofen zu. Das sieht schon richtig interessant aus, auf jeden Fall. Jetzt bitte kippe mal die Eier drüber. Ich hoffe, es gibt nicht eine zu große Sauerei. In der Mitte angefangen. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Dass das irgendwie verteilt ist. Ich sehe schon, das war eine richtig dumme Idee irgendwie. Die Eier waren besser gewesen. Es bleibt auch einfach nicht da, wo es sein soll. Das sieht doch gut aus. Da sammelt sich wenigstens ein bisschen. Es sind halt zu hohe Haufen. Wir hätten das unten drunter reinmachen müssen, damit es innen drin als Ei aufgeht. Ich würde es gut zulassen. Sicher. Das Papier hält noch einiges. Komm, den Rest machst du noch. Zack, jetzt kann es hier rumlaufen. Ihr seht schon, da füllt sich jeder Zentimeter vom Papier. Das gibt eine Riesensauerei. Das mache ich jetzt ohne Kamera wieder in den Ofen rein. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht, wenn es fertig ist. So kann man das auch machen. Sieht doch schon fast gut aus, oder? Also, dass der ganze Schrank voll ist. Hinten hält es aber einigermaßen, glaube ich. Vorne bestimmt auch. Was denn? Man sieht ja am Rand, dass es schon ein bisschen fest wird. Jetzt wollen wir es mal rausholen, scheint fertig zu sein. Es riecht auf jeden Fall schon gut. Der Bob macht mal den Ofen auf. Mal gucken, ob ich es überhaupt noch heben kann. Da seht ihr schon vom Rührei die Pfeffernote. Es ist auf jeden Fall ein Heidenberg. Richtig schwer, kriegt man kaum hoch mit einem Arm. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt vielleicht trotzdem erstmal ein bisschen abkühlen und hier stehen, bevor wir es dann mal anschneiden und mal reinschauen, wie das aussieht. Da sieht man schon, Katzenfutter auf der Gurke, sieht gut aus. Das mit dem Rührei hat halt nicht so geklappt, wie wir dachten, aber irgendwie geschmacklich ist es bestimmt trotzdem vertreten. Das testen wir aber gleich, wenn wir es aufschneiden. Bob's Mexican Beef Pizza, ich jetzt eigentlich in der Mitte und in der Mitte, dass man vier riesengroße Stücke hat für vier Personen. Er macht natürlich kleine Schiffchen, geh richtig durch, trau dich was, guck dir das an, wie das aussieht. Bob's Mexican, Adi, was ist schon wieder los? Bob's Mexican Beef Pizza für euch zu Hause zum Nachmachen, die Rezepte. Habt ihr ja alle rausgehört, was er braucht, wie viel von was und warum. Und schön den Ofen vollzahlen, immer schön das Rührei drüber kippen. Siehst du, man denkt, es ist so ein kleines, dabei ist es ja so riesengroß. Boom, das sieht schon aus wie eine Lasagne. Guck dir das an. Und noch ein zweites hinterher. Zack, fliegt der ganze Pilzkopf raus. Seht ihr die Bohnen? Seht ihr den Rest? Richtig genial. Bob's Mexican Beef Pizza. Klingt ziemlich cool. Ich werde jetzt das Mädchen holen. Ich hole sie her. Hast du die Schlüssel? Ich gehe besser mit dir. Das ist nur... Das alles war sehr viel für mich, Leisa. Du warst schon immer froh. So, aus irgendwelchen Gründen haben wir das Essen jetzt nicht gefilmt beim Essen, weil das so appetitlos aussah. Aber
Wir haben jetzt jeder zwei Stückchen auf jeden Fall gegessen. Die Hälfte der Pizza ist jetzt fort. Wie man hier sieht, vier Stücken weg, jeder zwei. Vier Stücken sind noch da und ihr seht, was das wirklich für ein prächtiger Klotz Pizza ist. Ja, das ist mal eine Zeus Pizza mit 1600 Gramm. Nicht wie beim Pizzahaus 986, 1600 Gramm alleine gegessen. Das hätte ich nie alleine geschafft. Nicht mal die Hälfte hätte ich alleine geschafft. Die ist höher, die ist frampfig, die ist brutal. Schon allein ein Kilogramm gehacktes. Rastisch komplett aus. Geschmacklich richtig genial. Schön saftig. Zwischendurch waren zwei Stellen. Da war so ein Klotz gehacktes da, was ein bisschen trockener war. Gerade so am Rand hin und her. Aber wenn man dann ein Stück Gehacktes gekriegt hat, wo auch der Mais und die Chili-Bohnen dabei waren, da war das so lecker, sogar die Gurken haben dazu gepasst. Das hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass die Gurken dazu passen. Und ja, Bob hat schon gesagt, beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen würziger. Also wir haben ja extra hier Jalapenos, so Pfefferon, alles mögliche weggelassen, weil eben nicht jeder scharf ist und weil Pupsi dann auch noch was davon essen soll und weil er auch nicht so gerne scharf ist. Aber im Endeffekt hat er gesagt, ein bisschen würziger hätte es doch sein können. Also beim nächsten Mal vielleicht, wenn wir wieder mal irgendwas machen, mit Jalapenos, Pfefferon, irgendwas, vielleicht nur eine Hälfte oder dezent belegt, dass das nochmal richtig reinknallt, dass das Mexikanische noch mehr durchkommt. Das war's aber jetzt von unserer Seite aus. Wenn ihr das mal nachmachen wollt, kauft euch mal die Zutaten, ist ja alles gezeigt, wie man das macht. Und das mit dem Ei eine richtig dumme Idee. Am besten ihr bratet euch Spiegeleier und legt die dann am Ende drauf, kurz vorm Ende. Und nicht so, dass ihr mit dem Trinkröhrchen da das ganze Eigelb am Rand wegschlürfen müsst. Kann man ja machen, wie man möchte. Wir sind auf jeden Fall pappesatt. Die Hälfte ist immer noch da. Das ist Fressen Deluxe. Das war's von meiner Seite aus. Wenn ihr Tipps habt, was man mal ausprobieren könnt oder was man auch mal testen kann oder was man mal nachmachen soll, schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.